Soll ich da auch runter? Irgendwie habe ich... Okay, nicht mehr das Gefühl, dass es ein Fehler wäre. So. Wow, wow, wow. No, 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 no. Aha. Da sind Feinde. Oder zumindest einer. Was? Das hört sich... Ach, nee. Sprung, Sprung. Dafür ist das gut, okay. Aber das macht mir auch Schaden, wenn ich zu nah dran stehe. Naja. Sei es drum. Wir haben es überlebt und die Gegner nicht. Oh nee, nicht schon wieder. Dann muss ich nochmal aufladen gehen. So, und hoffen, dass ich den richtigen Abstand eingehalten habe. Hat wieder ein bisschen geschmerzt, aber funktioniert. Gut, gehen wir in die nächste Etage. Ist es nicht. Zum nächsten Levelabschnitt. Ausweichen. Angriff. Schaden kassieren. Solche Passagen sind sehr interessant. Glaube ich. Hä? Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut. Der lädt sich jetzt nochmal auf. Okay, dann können wir den dort schon betätigen. Können wir den da durchschieben? Anscheinend. Ja, gut. Und hier kriegen wir den dann auch runter, ne? Ach so, oh, dann geht's für mich hier hoch. Ah. Nein. Wie mache ich das denn jetzt? Verdammt. Okay, sammle ich erstmal einfach alle Gegner ein. Das ist bestimmt noch eine gute Taktik. So, hier kommen wir noch nicht durch. Wie viel seid ihr denn noch? Einer? Zwei? Nur zwei. Das ist schön. Dann muss ich den Schalter wahrscheinlich betätigen, damit das alles explodiert. Sehr schön, jetzt habe ich meine Ruhe. So, hier soll es weitergehen. Ist nur die Frage, wie. Dort hinten konnte ich auch noch einen Schalter betätigen. Das wäre dieser hier. Dadurch lädt er sich auf. Das heißt, in erster Linie habe ich nichts davon, weil davon geht das nicht auf. Dann schauen wir hier mal, ob... Ah, da ist noch ein Schalter. Nee, doch nicht. Ich brauche einen Schalter. Schalter! Ein Schalterpalast. Ich brauche einen Schalter. Okay, dort ist jetzt der einzige Schalter, an den ich gerade dran komme. Hä? Ach so, habe ich den jetzt doch gedrückt, oder? Wieder eine kleine Rätselstunde. Wie kommen wir hier weiter? Ach, hier ist ein Ballschalter. Ball! Come to me! I have a very special order for you. Na, Holz. Da habe ich wohl ein Brett vorm Kopf. So, dann schicke ich dich hier rum. Wow, 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 what? Ach so. Wow. Und plötzlich wird der ganze Körper kalt. Nun gut. So, jetzt werden wahrscheinlich so wieder Gegner kommen. Ja, euch habe ich gesehen. Nicht so schön. Okay. Wie mache ich das denn jetzt? Ausweichen. Und ausweichen. Und Schaden kassieren. Und nicht so gut sein im Ausweichen.
Die Kugel, wie komme ich an die Kugel? So komme ich an die Kugel. Erstmal wieder weg. Ach so, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Okay, dann habe ich das schon mal runtergemacht. Das hilft mir aber gegen die Götter, Zombie, Viecher, Outer Space auch nichts. So, das war's. Das war's. Hoffen wir mal, dass hier unten kein Geheimnis ist. Sonst komme ich da nicht dran. So, jetzt sind wir wieder oben. Und dann haben wir das jetzt geschafft. Sehr schön. Jetzt geht's auf die andere Seite. So, andere Seite. Hopp, rüber. Es gibt keine Ruhepausen. Lieber Herr Ball. Wir müssen beide arbeiten. Oh, Stacheln. Wie sehr ich Stacheln liebe. So, dann haben wir das. Das gleiche machen wir auch damit. Und noch ein drittes Mal. Und hoffentlich reicht es. Jo, das reicht. Gut. Können wir den Ball. Ja, den Ball war sogar richtig. Haha. Ah, da komme ich doch durch. Sehr schön. Sehr schön. Und die gehen nicht runter. Außer ich betätige das. Okay, das bleibt auch so. Das ist sehr schön. Wunderbärtig. So, jetzt muss ich hier aber noch den. Oh. 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 Okay, das da oben muss ich noch runterkriegen. Damit die. Mein Gott, wo sollen die Kugel hin? Hier lang. Und dann nach dort. Alles klar. Was ist denn hier unten? Dort ist noch irgendwas versperrt. Das wird dann wahrscheinlich geöffnet. Was ist denn dahinter? Oh, okay. Aber, hä? Ich kann auch einfach den anderen Weg gehen, oder wurde der jetzt verschlossen? Nach oben. Ach so, ha, das ist gut. Okay, so erschließt sich mir dieses Rätsel auch. Naja, das Rätsel. Halt, wie man diesen Pöller hier wegkriegen soll. Hoch hinaus. Und wieder hinab. Na, komm schon. Komm schon. Müsse arbeiten. Müsse zusammenarbeiten. So, der rollt jetzt erstmal ein Stückchen alleine. Ah, hochziehen. Oh, wie kriege ich den da denn jetzt hoch? Den muss ich dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen Anlauf geben, damit er da hochkommt. Sehr schön. So, dann gehe ich jetzt selber auch da hoch. Komme ich von hier da drauf? Ach komm, das geht doch bestimmt. Ach komm, dann gehe ich halt den langen Weg. Nee, 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 nee. Wir wandern unserem Ball hinterher. Wir wandern auf. Ist das Stein? Steinernen Gleisen. Wir balancieren durch die Luft. Und betätigen den Schalter mit dem Ball. So. Jetzt ist auch dieser Bereich abgeschlossen. Wir fallen herunter. Und das Teil geht nicht auf. Naja. Auch nicht so schlimm. Dann müssen. Habe ich gehört, dass das jetzt aufgegangen ist? Nein. Okay. Na, dann ziehen wir den Ball halt wieder zurück. Ist ja nicht so schwer, weil hier geht er dann einfach von alleine wieder hoch. Fast.
Dann gehen wir den normalen Weg wieder zurück. Und ich würde jetzt gerne noch das letzte Geheimnis finden. Dann wäre das das erste Level, was wir mit ganzen Geheimnissen schaffen würden. Mit der vollen Anzahl. Hab ich was vergessen? Habe ich was verpasst? Ich hoffe mal nicht. Das geht auf. Sehr schön. Okay. Bin mal gespannt, wohin das führt. Hey, vielleicht können wir Bowling spielen. Hey, das sieht schon fast danach aus. So eine lange Bahn. Sogar beleuchtet ist sie. Was zum Hängen, Karl. Dort leuchtet es so toll. Ich will dahin. Der Ball könnte mir da doch bestimmt helfen. Wenn ich hier drauf komme. Nur wie? Ach Mensch. Dann versuche ich es halt von der Seite, weil hier ist noch eine Vase. Oder darf ich da nicht drauf? Nee. So komme ich auch nicht an dem... auf dem Ball und anscheinend soll ich hier auch nicht lang. Schade. Finde ich wirklich schade. Komm. Komm, Bellekin. So, du bleibst jetzt bitte drauf. Na. Stehen bleiben. So, jetzt kommt mein Schalter und weiter geht's. Was? Hä? Ach so. Deswegen ist es auch so gut, dass ich da selber nicht nachgeschaut habe. Oh. Oh. Oh mein Gott, Big Daddy. Ein Gorilla. Das ist nicht so schön. Der sieht auch ziemlich ramponiert aus. Diese Größe, ist das ein Gorilla? Wow, wow, wow. Okay, jetzt muss ich mir erstmal eine Taktik überlegen. Erstmal würde ich sagen, das Fußvolk tot machen. Aber das macht der Gorilla schon gut alleine. Was? Ich bin jetzt nicht... Ah, hat das Teil jetzt automatisch eine weitere Detonationskugel losgeschossen? Wo... bin... Hä? Ach so, hä? Was hat mich denn gerade getötet oder wurde ich teleportiert? Ich bin verwirrt. Kugel! Oder vielleicht ist der Gorilla auch einfach nur OP. Natürlich! Ach, Kugel! Ja. Hörst du wohl auf? Ah! Na bitte. Gibt's doch etwas, womit er nicht klarkommt. So. Ah, das war knapp. Wollte ich erstmal die beiden Viecher da wegmachen. Und das hat auch hingehauen. Huh, brennt dein Arsch? Tut mir leid. Umso besser für mich. So, dann kümmern wir uns noch um den Kumpane. Und, komm rüber. Fuck, zu früh. Wow, er will mit mir Fußball spielen. Oh ja, schön. Guter Junge. Wow, und weg. Und weg. Und weg. Nein, ich wollte noch nicht drauf. Scheiße. Ach, muss ich wieder warten. Warten. Jump. Sonderlich intelligent scheint der Gegner aber auch nicht zu sein. Ah! Au. Der macht aber gut Schaden. Naja,
Ich gehe einfach mal davon aus, dass dreimal Treffen bei dem reicht. Zweimal haben wir ihn ja schon seinen Arsch versohlt. Mist. Das lief nicht so gut. Egal.